Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich gerne mit euch mal über eine der meines Erachtens unterbewertetsten Einnahmequellen überhaupt sprechen, nämlich die Plattform Findaway Voices. Ich möchte euch heute mit hinter die Kulissen nehmen, möchte euch einfach mal mit in eines von den Produkten nehmen, die ich bereits über die Plattform publiziert habe. Ich möchte euch auch zeigen, wie man ein neues Produkt anlegt. Ich möchte euch zeigen, wo ihr überall dann eure Bücher verkaufen könnt. Ich möchte sogar mit euch über das Thema Steuern sprechen und euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr solche Einnahmen hier versteuert, wie das aussieht mit Umsatzsteuern und vielem, vielem mehr. Bevor ich das aber tue, habe ich auch nochmal eine persönliche Empfehlung an euch, nämlich den Kanal von einem sehr guten Freund von mir, nämlich vom Nico. Ich habe mal seinen Kanal in der Videobeschreibung drin verlinkt. Er macht auch Videos rund ums Thema Geld verdienen und ich würde mich natürlich total freuen, wenn ihr ihn abonnieren könntet. Ich habe ihn auch schon seit Ewigkeiten abonniert. Wir kennen uns auch schon privat seit ziemlich langer Zeit und seine Videos sind wirklich, wirklich top, sei es zum Beispiel zum Thema, wie genau kann man Geld mit YouTube verdienen, wie genau kann man Geld zum Beispiel mit Google verdienen oder viele sehr kreative Möglichkeiten, Einnahmen zu erzielen. Alles ist dabei. Deswegen schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung rein, lasst ihm ein Abo da, würde mich total darüber freuen und er wird sich sicherlich auch darüber freuen. Nochmal, Link ist in der Videobeschreibung drin. Kommen wir aber dann zur eigentlichen Einnahmequelle, die ich heute gerne mit euch besprechen möchte, nämlich die Plattform Findaway Voices. Was genau könnt ihr hier tun? Mit Findaway Voices könnt ihr eure Audiobücher verkaufen. Und ich denke, einige von euch werden sicherlich sagen, naja gut, Audiobücher ist jetzt wieder so eine nischige Sache, wie soll ich denn damit Geld verdienen? Ich habe noch nicht mal ein Buch oder beziehungsweise ich möchte nicht mal ein Audiobuch aufnehmen. An sich, wenn ihr zum Beispiel im Bereich Kindle seid, dann ganz klar, könnt ihr halt jederzeit euer Buch vorlesen und könnt damit dann Geld verdienen. Es gibt aber auch eine Möglichkeit, wenn ihr noch kein Buch habt, damit Geld zu verdienen. Nämlich ihr könnt praktisch hier auf der Plattform als ein Narrator arbeiten. Das heißt, ihr könnt auf der Plattform arbeiten als eine Person, die praktisch die Bücher für andere Leute vorliest. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, nämlich einmal, ihr könnt euch einfach für euer Projekt bezahlen lassen und kriegt dann da eure, sagen wir mal, 1000 Euro für so ein Buch oder sowas. Dafür braucht ihr natürlich dann auch ein ordentliches Mikrofon und eine angenehme Sprecherstimme. Und das ist praktisch die zweite Option, ihr könnt natürlich euch auch jederzeit auf Profit-Share-Basis bezahlen lassen. Ihr kriegt dann dafür im, sag ich jetzt mal, Vorhinein eine bestimmte Summe, die ist meistens, ich glaube, bei 50% vom Projekt und anschließend dann die restlichen 50% werden nicht ausgezahlt, sondern ihr kriegt dann halt einfach ein Profit Share. Das heißt, ihr kriegt 50% vom eigentlichen Projektpreis vorne an und dann könnt ihr halt die restlichen 50% zwar nicht bekommen, aber ihr kriegt dann praktisch die Möglichkeit, an einem Profit Share teilzunehmen. Das heißt, wenn das Buch richtig gut läuft, dann kriegt ihr natürlich auch exorbitant viel mehr Geld als das Geld, das ihr am Anfang vielleicht bekommen hättet, wenn ihr einfach nur das Buch eingesprochen hättet. Ihr könnt dann übrigens in diesem Falle auch mit folgendem rechnen: Wenn das Buch richtig gut läuft, dann kann es sein, dass die Person, die das Buch eigentlich geschrieben hat, sag ich jetzt mal, euch rauskauft. Was bedeutet, dass dann die Person nochmal einiges extra zahlen muss, damit ihr kein Profit Share mehr bekommt? Ich weiß, hört sich ein bisschen kompliziert an, könnt ihr aber gerne hier mal nachlesen. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wie ihr Geld verdienen könnt. Das heißt, ihr könnt euch hier als Narrator anmelden, könnt anschließend dann das Projekt umsetzen und werdet dafür bezahlt, beziehungsweise habt dann die Möglichkeit, auch das Ganze auf Profit Sharing Basis zu machen. Dazu einfach nur hier auf Get Started Now draufklicken und dann könnt ihr schon direkt loslegen. Es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, einfach eure Audiobooks anzubieten. Das Ganze mache ich auch. Da will ich euch gerne, wie gesagt, gleich mit so hinter die Kulissen nehmen. Aber schauen wir uns vielleicht vorher erstmal Folgendes an, nämlich wie genau funktioniert das Ganze. Hier ist es praktisch so, dass die Plattform Findaway Voices für euch das Audiobuch nimmt und über ganz, ganz viele andere Plattformen publiziert. Das ist halt einfach deren Distribution. Und wenn ihr praktisch das macht, dann könnt ihr nicht nur auf einer Plattform sein, sondern auf ganz, ganz vielen großen Plattformen. Heißt zum Beispiel auf Amazon, sei es zum Beispiel Apple Books bzw. Apple Music müsste sogar sein, dann Google, Rakuten Kobo, Bibliotheca, Script, Chirp, Hoopla und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viele kleine als auch sehr große Plattformen und ihr könnt damit halt auch vor allen Dingen über den Google Play Store publizieren, was auch eine schöne Sache ist, was nämlich normalerweise ja nicht so wirklich möglich ist. Also wie gesagt, ihr könnt die Bücher hier hochladen, anschließend dann, wenn ihr über alle möglichen Plattformen publiziert und ihr könnt halt für jede von diesen Plattformen oder könnt über jede von diesen Plattformen Geld verdienen und ihr kriegt halt nur eine einzige Auszahlung hier via Findaway Voices. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt einen Account auf allen von diesen Plattformen erstellen und dann habt ihr irgendwie, sag jetzt mal, die Möglichkeit, über Findaway Voices auf den jeweiligen einzelnen Plattformen das Buch mit einem Klick zu publizieren, sondern nein, die publizieren das Ganze für euch, die machen wirklich alles. Ihr müsst einfach nur einen Account hier auf Findaway Voices anlegen und die kümmern sich halt um den Rest. Das heißt, auch die Publikationen via Walmart oder via Beak oder Overdrive oder auch viele, zum Beispiel hier die spanische Plattform, Odilo und so weiter und so fort. Die nehmen also euer Audiobuch, publizieren es auf all diesen Marktplätzen, die zahlen an Findaway Voices und ihr kriegt dann nur eine einzige Transaktion jeden einzelnen Monat und das, denke ich mal, ist wirklich eine schöne Sache. Dann natürlich, wie sieht das Ganze hier aus mit dem Profit Share? Also an sich zum Beispiel, nehmen wir mal an, das Buch kostet 10 Dollar, dann ist es normalerweise so, dass halt der Retailer, das heißt,
heißt, die Firma $5 davon bekommt, dann gibt es halt die restlichen $5, das ist halt, sind die Royalties, davon kriegt ihr $4 und die Plattform kriegt $1, das heißt, Findaway Voices nimmt basierend auf unserem Royalty 20%, was, denke ich mal, vollkommen in Ordnung ist für die Arbeit, die sie tun, weil sonst müsstet ihr auf jeder einzelnen Plattform zum einen die AGBs lesen, ihr müsstet dort eure Bücher publizieren, das ist irre viel Aufwand, ich denke, dafür ist 20% wirklich in Ordnung. Ich denke, da kann man nicht wirklich so mit oder kann man nicht wirklich drüber meckern. Und hier, wie gesagt, haben wir es auch nochmal, nämlich das Reporting. Ihr könnt hier die jeweiligen Optionen anklicken, wo ihr gerne publizieren möchtet. Zum Beispiel gibt es dann auch mehrere Plattformen, wie zum Beispiel Audiobooks. Da gibt es dann New Zealand oder Audiobooks zum Beispiel halt für die jeweiligen Orte, sag ich jetzt mal. Die könnt ihr auch alle anklicken. Und ihr könnt auch hier jederzeit eure Royalties einsehen. Da habt ihr dann immer solche Statements praktisch, die ihr auch für eure Steuer verwenden könnt. Und dann, wie gesagt, dieses jeweilige Reporting, woher welche Sales kommen. Und natürlich auch könnt ihr Promotions durchführen. Das heißt, ihr könnt Werbung über Findaway Voices schalten und damit dann nochmal ein bisschen extra Geld verdienen. Wenn ihr hier auf Pricing drauf geht, könnt ihr das Ganze nochmal ganz genau anschauen. Das, wie gesagt, ist hier der Royalty Share. Das heißt, es gibt keine Kosten, sag ich jetzt mal, für das eigentliche Reinstellen oder sowas. Das braucht ihr wirklich nicht. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, 50 Euro dafür zahlen, dass ihr ein Buch hochladen dürft. Keinesfalls. Jetzt ist natürlich vielleicht noch Folgendes wichtig, nämlich die Distribution and Royalties, nämlich das, was viele von euch sicherlich wissen wollen, ist, wie genau versteuert man den ganzen Kram, und wir werden natürlich danach auch nochmal darüber sprechen, wie man hier ein Buch hochlädt, aber an sich, das, was ihr wissen müsst, ist unter 6e, nämlich hier steht Folgendes, nämlich all taxes due in selling and distribution of an audiobook shall be the responsibility of each individual distribution partner. Distribution Partner, soweit ich das sehe, ist praktisch die Firma. Das heißt zum Beispiel halt Google oder, sagen wir mal, Beak oder diese ganzen Plattformen. Und dann Rights Holder, das heißt wir, is responsible for any income or other taxes due resulting from distribution royalty payments made by Findaway to right holder under this or any other agreement. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen natürlich hier in Deutschland darauf Einkommensteuer zahlen, falls wir in der Kirche sind Kirchensteuer, falls wir gewerbesteuerpflichtig sind Gewerbesteuer, falls wir, oh Gott, die ganzen anderen Steuern, falls wir genug verdienen, dann wie gesagt den Soli und so weiter und so fort. Aber soweit ich das sehe, und so mache ich das auch in meiner eigenen Steuererklärung, ich habe natürlich einen Steuerberater, aber wir sehen das zum Beispiel so, oder so deklariere ich es zumindest, nämlich, dass wir hier einen Nettobetrag bekommen. Das heißt, Findaway Voices führt für uns jegliche Umsatzsteuern ab, jegliche auch zum Beispiel in Amerika, die Sales Tax in Singapur, in Indien, in Australien zum Beispiel, GST, beziehungsweise gibt es noch JST in Japan und so weiter und so fort. Das führen die alle für uns ab, und was wir schlussendlich bekommen, ist einfach nur ein Nettobetrag, auf dem wir dann natürlich noch die Einkommensteuer, Soli und so weiter und so fort zahlen müssen. Aber das heißt, wir werden, soweit ich das sehe, ich bin natürlich kein Steuerberater, dementsprechend keine Gewähr, was diese Angaben hier angeht, aber soweit ich das sehe, ist es halt einfach nur so, dass halt die Plattformen dort über die Umsatzsteuern abführen. Dementsprechend nehmen wir keine Umsatzsteuer hier in Deutschland ein. Das ist also ein Nettobetrag, und den müssten wir dann halt genau so versteuern. Wir haben ja hier für Findaway Voices auch die jeweiligen Dokumente vorliegen. Das heißt, wir kriegen dann für jedes einzelne Payout auch so ein Dokument, wo man halt ganz genau sehen kann, woher welches Geld gekommen ist. Und das kann man auch ganz gut für die Steuer verwenden. Genau, und hier steht noch Folgendes, nämlich Findaway may deduct or withhold amounts from distribution royalty payments if required under applicable tax legislation. Damit ist einfach nur die Quellensteuer gemeint. Das heißt, nehmen wir zum Beispiel jetzt mal an, ihr seid, ihr seid nicht in Deutschland, sagen wir mal, ihr seid in Deutschland und ihr nehmt Geld aus den USA ein, dann ist es normalerweise so, dass für Royalties hier ein DBA, also ein Doppelbesteuerungsabkommen gilt, das besagt, dass 100% der Royalties, die in den USA verdient wurden, auch an Deutsche ausgezahlt werden können. Das heißt, die Amerikaner behalten nichts ein. Wenn ich aber zum Beispiel, sagen wir mal, in Bulgarien leben würde, die haben, soweit ich weiß, auf Royalties eine 5% Quellensteuer. Das heißt, die würden zum Beispiel dann, nehmen wir an, du verdienst, du hast, sagen wir mal, deine Kunden in Amerika machen 100.000 Euro aus. Das heißt, die Kunden in Amerika, nicht unbedingt du wirst ausbezahlt von einer amerikanischen Plattform, sondern die Kunden in Amerika machen 100.000 Euro aus. Dann würdest du in diesem Fall nur 95.000 ausbezahlt bekommen, weil 5% als Quellensteuer einbehalten werden würden. Zum Beispiel, sagen wir mal, bei Singapur oder Dubai hat man halt eine 30%ige Quellensteuer. Dementsprechend würden halt 30% einbehalten werden. Heißt, wenn du 100.000 Euro in amerikanischen Einnahmen hast oder von amerikanischen Kunden theoretisch beziehst, dann wären es halt 70.000 Euro, die du bekommen würdest, und die restlichen 30.000 Euro würden einbehalten werden. Das ist hiermit, soweit ich das sehe, gemeint. Und an sich, denke ich mal, relativ verständlich das Ganze. Die führen jegliche Umsatzsteuern für uns ab. Wir kriegen einfach den Nettobetrag ausbezahlt. Falls es, wie gesagt, zu irgendwelchen Withholding-Taxes kommt, kommt es darauf an, wo wir wohnen. Und die wollen dann normalerweise von uns, und das ist auch eine Sache, die ich schon eingereicht habe, nämlich ein W8-BEN-Formular oder ein W8-BNE. Oder BEN-Formular, Entschuldigung, W8-BEN-Formular, das ist für Einzelunternehmer bzw. Freiberufler, und ein W8-BENE-Formular mit einem E hinten dran nochmal, das ist dann für Kapitalgesellschaften, das heißt beispielsweise für UGs, GmbHs und dergleichen. Genau.
Das also haben wir auch schon mal geklärt, steuerlich, also wirklich easy, nicht wirklich kompliziert. Dann das nächste, was wir uns anschauen sollten, ist natürlich, wie genau lädt man hier ein Buch hoch, und das ist eigentlich wirklich simpel. Ihr müsst einfach nur hier praktisch erstmal euer Foto hochladen, 3000 bei 3000 Pixel kann es maximal sein. Und dann haben wir hier halt den Titel vom Audiobook, das ist dann dasselbe wie zum Beispiel von eurem Kindle-Buch. Dann halt den Untertitel darunter, dann könnt ihr hier auch eure Beschreibung von Amazon hochladen. Dann habt ihr die Möglichkeit, den Publisher einzugeben, den Autor einzugeben und den Narrator einzugeben. Dann habt ihr, wie gesagt, die ganzen Informationen zu dem Buch, das heißt, in welcher Sprache wird das Ganze angeboten, ist es zum Beispiel abgekürzt oder nicht. Und dann natürlich Keywords. Praktisch hier könnt ihr halt die ganzen Keywords eingeben, die für euch am besten passen. Dann hat das Buch zum Beispiel irgendwelche Awards gewonnen. Und dann darunter haben wir die Classification. Was sind das für Bücher? Ist es zum Beispiel Non-Fiction oder kein Non-Fiction-Buch? Dann können wir halt hier jederzeit unsere ISBN eintragen, oder wir können halt eine ISBN praktisch generieren lassen. Die wird halt automatisiert geliefert von Findaway Voices. Und dann können wir hier unten noch Folgendes tun. Wir können jetzt ein Sales Date eintragen, das heißt, wann wurde das Buch publiziert. Dann können wir hier das Copyright eintragen, seit wann besteht das Copyright. Und dann haben wir hier noch den Retail-Preis. Das heißt, hier können wir ganz genau angeben, wie teuer das Buch schlussendlich sein soll. Dann klicken wir hier auf Save Changes und können dann direkt zum nächsten Schritt übergehen. Das heißt, dann können wir einfach hier die Distribution anklicken und können jetzt sagen, okay, hier, hier und hier, hier will ich gerne das Buch publizieren. Zum Beispiel jetzt in unserem Falle haben wir halt die Standard Distribution, und ich könnte halt hier jederzeit dann die jeweiligen Optionen anklicken, die für mich am besten passen. Und dann würde ich hier unten auf Confirm Selections draufklicken und könnte dann dieses Buch direkt über diese jeweiligen Plattformen hier publizieren. Genau, das ist Findaway Voices. Ich denke, das ist eine wirklich interessante Plattform für jede Person, die ein bisschen Geld hinzuverdienen möchte mit Audiobüchern. Ich glaube auch, dass man damit ein komplettes Business hochziehen kann mit wirklich, wirklich guten Umsätzen. Ihr müsst halt bloß einfach viele Bücher haben und vor allen Dingen auch jemanden haben, der die Bücher vorliest, wenn ihr es nicht selbst macht. Zum Beispiel in meinem Falle, ich lese alle meine Bücher selbst vor. Ich habe jetzt nicht viele Bücher tatsächlich als Audiobücher publiziert bisher, aber das ist so eine Sache, die ich gerne in der Zukunft tun möchte. Ich weiß, ihr sagt das schon seit Ewigkeiten für die Leute, die vielleicht meinen Kanal schon ein bisschen länger kennen, aber das ist so eine Sache, die ich halt sehr, sehr gerne noch weiter tun würde und von der ich glaube, dass sie halt wirklich gutes Geld einbringen kann. Gut, das war's dann heute hier für dieses Video. Falls ihr mit mir ein persönliches Coaching-Buch möchtet, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu meinem Coaching-Programm. Ich danke euch vielmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Videos wiedersehen können.